Die Kamera nimmt nur. Die nimmt nur. 10 Minuten auf. Die nimmt nur, die Kamera nimmt nur. Ja, nee, 26 oder 27 Minuten aus. Mhm. Ja, ist doch kuschelig hier geworden. Ja, ist muschelig, ne? Aber ist ja auch schön. Kuschelig, muschelig. Muschelig, muschelig. So, ich habe hier Servietten, dies, das. Ah, Servietten, nice. Ja, und hier so Stochers. Stochers und genau. Pommes, Fries, wie wir sagen, genau. In Spanien. Richtig. So, Leute, was geht ab? Hier ist German Freak ASMR und der legendäre Food Narco. Man kennt ihn landesweit, weltweit, glaube ich mittlerweile schon. Weltweit, ja. Also weltweit. Es hat sich viel getan. Ja, die letzten zwei Monate. Ja, und das wird ein ganz normaler, das wird kein ASMR-Video, sondern ein Mukbang. Das heißt, wir werden uns unterhalten und, was noch? Und essen. Wir werden essen. Also genau, essen. Essen, trinken auch. Genau, trinken ich auch. Gesehen, du hast schöne Getränke besorgt. Ja, genau. Die habe ich von Lidl heute abgestaubt, Abstauber gemacht. Echt, sowas gibt es bei Lidl? Ja, italienische Feinkost. Köstlich, ja. Genau. Ja, Leute, wir haben, wie ihr seht, hier zur linken oder rechten, wie ihr es gerade seht, hier die Food Narco Hot Sauce, richtig geil. Dann natürlich ganz klassisch, deutscher Mukbang, Crazy Mukbang. Ich würde das Format übrigens auch Crazy Mukbangers nennen jetzt. Und du bist mein einziger Gast. Und hier haben wir Bratwürstchen, ganz klassisch, Rostbratwurst, Ketchup, ein Pommes. Pommes. Berg, Mountain, genau. Montagne. Ja, Mountain. Mal. Mountain. Pommes Mountain. Was heißt das? Was heißt Berg auf Espanol? Weißt du das? Montagna. Montagna. Ja. Montana. Ja. Montana. Genau. Und hier Mayonnaise und dann hier zwei San Pellegrino. San Pellegrino, weil wir haben es dicke. Ja, wir haben es richtig was ausgegeben hier. Ne? Hier liegen 10.000 Euro Essen, Freunde. Das könnt ihr euch das vorstellen. Feinkost bis zum Ghetto heute. Bis zum Ghetto, richtig, genau. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Was heißt das schon? Das ist ja ordentlich. Und dieses San Pellegrino ist auch mit Granatapfel und Orange und das ist hier Limone und Menta. Ich glaube, das ist Minze. Sieht so aus. Geil, Freunde. Ja, dann lass uns doch mal anfangen. Und ja, wie machen wir das jetzt am besten? Wie essen wir? Ich habe hier so ein Stäbchen. Keine Ahnung, ob das hilft. Ich probiere Stäbchen gleich so. Genau. Ich probiere erstmal ein paar Pommes, glaube ich. Genau, erstmal ein paar Pommes. Ja, hier. Und ich frage mich immer noch, wo können wir jetzt die Soße, genau, soll ich die da rein drauf packen? So, weiß nicht. Also, Das weiß ich auch nicht. Also, du kannst die vielleicht hier vorne. Ich ja. Ich weiß nicht, ob da noch Platz ist und dass man die Wurst dann so. Geil. Habe ich jetzt nicht nachgedacht. Hier rein? Ja, vielleicht da, hier ist so eine Lücke noch. Okay. Ja, das sieht doch gut aus. Ein ordentlicher Buddelschluck. Ja, kann man mal richtig einen reintunken. Richtig geile Soße, muss ich sagen, Freunde. Also, wie gesagt, ne, ihr wisst ja Bescheid, wer den ersten Mukbang nicht gesehen hat, guckt nochmal rein. Habe ich schon erzählt, dass ich meinen Kumpel hier schon, den Food Narco, wie lange kennen wir uns? 15 Jahre, keine Ahnung. Ja, ich glaube sogar länger noch. Wir wohnen ja schon fast, wir sind schon fast eine Familie hier. Ist ja hier in der Food-WG. Ja, in der Food-WG, genau. Und deswegen, Freunde, ich muss ich nur sagen, das ist eine richtig geile Soße, so mit Mango, Habanero, Honig. Kein Schnickschnack, richtig basic, geile Soße, muss ich sagen. Deswegen, ich glaube, da werde ich den Link zu deinem Shop. Kannst du in die Beschreibung packen. Packe ich rein, genau. Und noch einen Gutscheincode hast du auch noch, ne? Ja, ich habe jetzt 10% mitgebracht. Ja! So bin ich nämlich auch. Oh mein Gott! Dass ich das noch miterleben darf. Packe ich in die Videobeschreibung, Leute. Und dann check das mal aus. Kann ich nur empfehlen. Manchmal bringst du mir auch mal so eine Flasche mit, ne? Mhm. Das ist Bestechung sozusagen, ne? Habe ich auch gemerkt schon. Das ist schon ziemlich hinterhältig. Aber das macht halt auch süchtig. So der erste Schluck ist halt umsonst dann. Ja. Ne? Ich muss auch sagen, also ich habe deine letzte Dosis, sage ich mal, auch schon zur Hälfte weggesüffelt. Muss ich sagen. Mhm. Geil. Also, ich habe das aber auch, ne? Man sagt ja, don't get high on your own supply. Ja, genau. Aber ich bin halt auch sehr abhängig. Ich esse das jeden Tag. Echt? Ja. Ich esse ja immer Brötchen. Früher noch mit Tatar. Ja. Jetzt leider mit Hackepeter, weil mein Fleischer verkauft kein Tatar mehr. Ja, das ist ärgerlich, aber ja. Jetzt jeden Tag. Dann mit Hackepeter jetzt. Ne? Das ist aber nicht so geil wie Tatar. Aber eigentlich ist schon, das gibt schon einen großen Unterschied zwischen Tatar und Hackepeter, oder? Auf jeden Fall. Also Tatar ist ja nur Rindfleisch. Ja. Und das ist halt so ein bisschen feiner, ne? Das ist nicht so faserig wie Hackepeter. So mit dem Schweinefett, was da noch drin ist. So. Ja. Tatar ist halt Puros, ne? Puro Fleischrost. Ja. Ist halt geil. Ich nehme mal hier so ein Würstchen. Ja, gönn dir. Das sind jetzt über ein halbes Kilo Würstchen. Muss ich auch nur am Rande erwähnen. Über ein halbes Kilo? Ja. Ich habe mir so bei Lidl so eine Batterie gekauft, eine Kilo-Batterie. Das ist so Grillstandard. Mhm. 5 Euro oder so, 4 Euro,
Ja, da kannst du nicht meckern. Ne? Nee, Mann, ohne Scheiß. Dann habe ich den fertig gemacht. Aber schon eine, sag ich mal, eine flexible Bratwurst, die kannst du auf dem Grill machen und in der Pfanne. Schmeckt ziemlich gut. Hast du in der Pfanne jetzt gemacht? Ja, genau. Ja, ich habe ja jetzt keinen Grill da oben. Noch nicht. Noch nicht, kommt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es ein halbes Kilo Bratwürste. Ich meine, das klingt jetzt viel, aber zu zweit ist das gar nicht so viel. Also es sind mehr als ein halbes Kilo, es sind 600 Gramm, glaube ich, weil pro Wurst waren es 100 Gramm, 10 Würstchen, das macht 10 mal 1 ist 10. Kann man nicht zusammenrechnen. Kann man sich nicht ausrechnen, was hier los ist. Sag mal. Aber es sieht gut aus, also es ist eine gute Menge, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich habe ja noch 4 im Kühlschrank dann. Das sind ja jetzt 6. Für schlechte Zeiten. Ja. Ich wollte eigentlich mit dir über ein ernstes Thema sprechen. Erzähl. Und zwar, was für ein Thema hast du mitgebracht? Ja, also über die wirtschaftlichen Konsequenzen der Corona-Krise 2020 im Hinblick auf, was hat das mit zu tun? Nein, Quatsch, wollte ich nicht. Was hat das zu tun mit Marsmenschen? Nein. Quatsch, ich wollte jetzt mal so einen Scherz machen. Ja, da können wir natürlich viel ausholen. Ja. Denkst du, glaubst du eigentlich, dass es noch andere Leute gibt? Also ich meine andere Menschen irgendwo? Also jetzt nicht hier außerhalb? Ja, hier da hinten, glaube ich. Ja, also eigentlich, also ich meine außerhalb der Erde. Glaubst du, dass es außerhalb unseres Planeten noch anderes Leben gibt? Ja, also ja. Menschenform. In Menschenform würde ich sagen, ja, also nicht ganz Menschenform. Ja. Also es wird auf jeden Fall unmenschlich. Unmenschliche Form noch. Ja. Aber so anderes Leben gibt es bestimmt noch da draußen. Das ist halt die Frage, ob die halt wie Menschen geformt sind oder eher wie Bakterien geformte sind. Ja. Ich habe mal so eine Doku gesehen, über den Neandertaler und Homo sapiens. Und da war das irgendwie so, dass der Homo sapiens überlebt hat, zufälligerweise, und dann der Neandertaler dann ausgestorben ist. Die sahen ja ein bisschen anders aus. Ne? Die waren ja so ein bisschen, sahen ja, glaube ich, ein bisschen gewaltiger aus. Die barbarischer. Ja, genau, barbarischer. Mhm. Aber das war ja nur ein Zufall. Und stell dir mal vor, die würde es noch geben. Das wäre gut für die Wirtschaft auf jeden Fall. Ja, man könnte mal Produkte für den Neandertaler verkaufen. Pflegeprodukte alleine, ne? Du kannst unendlich viele Pflegeprodukte für Neandertaler. Genau, richtig, weil die so viele Haare haben, Neandertaler. Auf den Markt schmeißen, so Weichmacher für die Haare. Geil, ja. Volumen-Shampoo, oh. Wie sie alle heißen. Epilierer für Neandertaler. Nee, aber interessant. Sag mal hier, pass auf, ne? Ich möchte jetzt was trinken. Welche spricht dich am meisten an? Welche Dose? Dosis also, wollte ich gerade sagen. Welche Dose? Also ich bin ja mehr so der Limone auf jeden Fall. Okay, gut. Du bist ja mein Gast. Dann darf ich entscheiden. Ja, du darfst die Limone nehmen. Die Simone. Sieht sehr geil aus. Bin sehr gespannt. Würde ich jetzt ASMR machen, würde ich jetzt diesen hier. Aber ich höre auch gerade. Bin ja auch da genau. Mit Gefühl. Ja, habt das manchmal gesehen, das sind auch so Leute. Die machen dann auch so ASMR-Videos. Ist auch in Ordnung. Warte, ich mache auch den hier. Den mache ich auch. Magst du das? Nee, ich mache dieses Klopfen automatisch, wenn ich eine Dose kriege. Ja, okay. Das ist so ein Ritual, dass das nicht, weiß ich gar nicht, was bringt das? Macht. Ich glaube, dass es nicht explodiert. Ach so, sonst explodieren die Dinger? Das habe ich gehört, also hat man gelernt in der Kindheit, glaube ich. Ja, ich kenne das so von Bierdosen. Aber warte mal. Okay. Und, ja, aber deine Dose ist nicht explodiert. Ist nicht explodiert, ich habe auch geklopft. Warte, meine ist auch nicht explodiert, weil ich geklopft habe. Ah, okay, so läuft das. Das ist auf jeden Fall sehr lecker hier. Ja. Ohne Minze kann man machen. Also egal, ich finde beim Essen, so die Italiener, egal was die machen es immer gut. Da selbst dieses Getränk hier mit, also hier guck mal, das ist ja Orange, glaube ich, oder was da? Arancia. 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 Also sagst du, die Italiener haben ausschließlich gutes Essen? Ja, die haben gutes Essen. Und gute Getränke. Gute Manieren. Nee, ich glaube schon, dass die auf jeden Fall geiles Essen haben. Ich überlege auch gerade, ob es schlechte oder italienisches Essen gibt, was ich nicht mag, aber ist doch alles von hinten bis vorne alles lecker. Ja, mir fällt eigentlich nichts ein. Also die haben wirklich eine gute Küche. Hm. Ja, kannst du mir mal hier so ein Zewa rüber... Auf jeden Fall. Danke. Zewa, das ist gar kein Zewa, das ist eine Lüge.
Das ist keine Schleichwerbung. Markengeschädigt. So. Hier, jetzt weißt du, wie das geht. Ja. Das kann man natürlich verfeinern und pimpen, ne? Genau. Auch mit der Mayo kannst du es sehr gut kombinieren. Ja. Ne? Also. Hat das nicht mal dein Kollege hier gemacht? 030 Barbecue? Mhm. Der hat Hot Sauce Mayo gemacht. Und ich habe die auch mal gemacht, vorher. Und die ist sehr geil. So für Pommes auf jeden Fall. Mhm. Kartoffeln auch so, wenn du so spicy Kartoffeln machst. Also ich glaube tatsächlich auch, wenn du jetzt hier, wie heißt das? Ja, genau. Wenn du Mayonnaise nimmst, Ketchup reinmachst, dann hast du auch schon fast eine Cocktailsoße, oder? Ich glaube schon, ja. Also mit Mayo kannst du viel machen halt. Dann kannst du dich halt mit jedem, mit jeder Soße aufpimpen, theoretisch. Auch mit Ketchup natürlich. Mhm. Du bist jetzt auch ein YouTube-Channel, hast du angefangen, oder? Mhm. Ja. Mhm. Und was kann man da so sehen? Erzähl doch mal. Also, ich habe ein Rezeptvideo gemacht. Ja, über? Ich habe einen Krustenbraten probiert. Und der ist mir auch so weit gelungen, bis auf die Kruste. Kruste ist... gab es keine Kruste? Ja, die Kruste war nicht so knusprig, wie ich sie haben wollte. Trotzdem war es sehr lecker. Und ja, weil ich jetzt mehr Zeit habe, wollte ich auch mehr Rezeptvideos machen. Ja. Und auch mehr lustige neue Formate entwickeln, auch mit dir zusammen. Formate, ja. Ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Sie bringt nur Gutes, sage ich dir. Da sind einige Sachen in der Pipeline, ne? In der Pipeline? In der Pipeline kommen einiges. Bis zum Ölgeschäft. Oder was, welches meinst du mit Pipeline? Auch, man muss gucken, wo man bleibt halt auch, ne? Habe ich letztes gesehen, habe ich gelesen, dass kurzfristig hat man Geld bekommen, wenn man Öl gekauft hat, so, also am, irgendwie am Markt. Achso, als Anleger sozusagen. Ja, also, nee, als Händler irgendwie, also wenn du Öl kaufst oder verkaufst sozusagen, dass du hättest dann, du kriegst dann, weiß ich nicht, das wird ja im Barrel gerechnet sozusagen, also pro Fass 159 Liter und dann hättest du sozusagen Geld bekommen, wenn du es gekauft hättest als Händler, so, weil die Lager voll waren. Das fand ich irgendwie abstrus, so, dass du halt Öl umsonst bekommst. Das ist crazy. Der Preis ist, glaube ich, jetzt auch gerade ganz gut. Ne? Der Preis ist heiß. Preis ist heiß, da sollte man zuschlagen. Auto volltanken. Genau, so Raffinerie fahren, Leute. Auto volltanken. Und dann Geld sparen. Oder gleich den ganzen Tanker kaufen. Das stimmt, habe ich auch gesehen. Dass es sich jetzt lohnt, so einen Öltanker zu kaufen. Ja. Ich sag dir eins. Öltanker ist das, ist die Zukunft. Oder ist der, ist den Zukunft. Ist die neue Anlagequelle. Aha. Ja, auf jeden Fall. Oh, geile Scheiße. Also ich habe das echt noch nie getrunken. Also diese Variante ist lecker. Ist lecker. Ich glaube, ich habe nur von San Pellegrino mal das Tonic Water ausprobiert. Ich glaube, die haben auch Tonic Water. Das war auch ganz geil. Ich weiß gar nicht. Also eigentlich ist das ja so eine Marke, die man so überall im Restaurants bekommt und sowas. Ne? Das ist halt das gute Mineralwasser. Ne? Ja, aus den Anden. Gut italienische. Ja, aus den Alpen. Alpenvorland. Hier bekommt man das her. Wie ist das so bei dir? Trinkst du viel Wasser? Ich? Oder brauchst du so Geschmacksgetränke? Ja, ich trinke viel Bier. Bier ist auch. Nee, Bier aber. Ist auch ein Tagesgetränk. Ja, also eigentlich, ich persönlich kaufe mir Leitungswasser, normales Wasser. Aber so selten Softdrinks, ne? Und jetzt guckst du gleich in den Kühlschrank, so alles voll mit Softdrinks, so. Aber ich esse keine Softdrinks. Du isst keine Softdrinks? Ich esse nicht. Boah. Also bist du schon so ein Wassertrinker. Ja. Schon, ne? Mhm. Aber wenn du jetzt schon, sag mal, wenn du jetzt schon so ein Burger-Menü isst oder sowas, ne? Da kann man auch schon mal einen halben Liter Cola trinken. Das ist ja auch meistens schon ein Menü mit drin. Ja, eigentlich schon. Aber ich muss sagen, guck mal, die Leute sagen dann von wegen, ja, du bestellst dir jetzt ein dickes Burger-Menü und dann eine Cola Light. Cola Light, ne? Ja. Genau. Aber jetzt überleg doch mal. Also ich meine, du hast jetzt in so einem halben Liter, das ist, also ich habe mal gerechnet, 40 Kilokalorien auf 100 Milliliter Cola jetzt so, ne? Okay. Dann sind das 200 Kalorien. Und es ist, diese Sendung ist wieder sehr hier statistisch schon. Das ist schon eine Statistik-Sendung. Ja. Also muss der Kanal umbenannt werden. Statistik-Ace mal. Und ja, wenn du jetzt, sag ich mal, eine Zero, Coke Zero bestellst zum Beispiel, falls es die bei McDonald's gibt, hast du halt 0 Kalorien. Das heißt, 200 Kalorien, das ist fast ein Cheeseburger.
Das ist schon, das ist auch eine Sparsendung, ne? Da kann man auch gut sparen. Ja. Kalorien sparen. Und du? Naja, ich bin auch, ne, ich versuche immer auch Wasser zu trinken und ja, so. Ja, versuchst es. Aber ich bin halt wirklich, ich brauche halt oft was so mit Geschmack so. Dann habe ich immer Phasen, wo ich exzessiv so Softdrinks auch trinke. Ja, exzessiv, was denn? Exzessiv. Also ich gebe es zu, ich war Energy Drink abhängig. Ja, aber oh, ich bin, oh. Ich bin trocken jetzt auch schon länger. Ja, hast ja, du hast das, das ja, stimmt doch gar nicht. Ich ja, weiß nicht. Ich mache auch Energy getrunken. Marken, ne? Keine Marken denn, aber ja, Energy habe ich viel getrunken. Da bin ich jetzt weg von. Und dann war ich auch eine Zeit dann lang. War ich auf Koks oder was? Dann habe ich so Mate auch ganz lange getrunken. Ja. Das war ja. So Methadon. Ne? Ja. Mate ist gefährlich. Macht halt auch sehr süchtig so. Und ja, jetzt im Moment probiere ich wieder so Wasser und Tee zu trinken. Aber manchmal gibt es halt so Rückfälle. Ne? Ja, aber ich meine, zum Wasser. Aber es gehört auch zum Menschsein dazu, dass man mal Rückfälle hat. Das stimmt. Anfälle, Rückfälle, Einfälle. Anfälle, aber ich sag mal ganz ehrlich, ne, wenn du jetzt, sage ich mal, von Mate oder Energy jetzt zu Kaffee und Tee gehst, so, das ist ja irgendwie so wie jemand, so, der jetzt 500 km/h oder 400 km/h mit Auto fährt und dann Vollbremsung macht und dann einfach, weißt du, 30er-Zone. Also das ist schon hart. Spielstraße. Ne? Hast du da irgendwie, ja, wie ging es dir denn damit? Mit dem Entzug? Oh. Also der Entzug, das ist so, wenn du halt auch viel Mate getrunken hast oder allgemein viel Koffein, ja. Hast du natürlich beim Entzug Kopfschmerzen so die ersten Tage. Ja. Das sind auch nur so ein, zwei Tage, wenn du die durchgestanden hast, so, dann ist alles wieder gut. Warst du auch aggressiv? Hast du Leute, sag ich mal, bedroht? Oh, nö. Vielleicht war ich ein bisschen, war meine Stressschwelle. Nee, wie heißt das nicht? Stressschwelle. Ja. Vielleicht war ich leichter gereizt, so, ne? Mhm. Das ist ja so. Das ja, die Leute in Mexiko seid ihr eh ein bisschen temperamentvoller. Und da wird man dann auch schnell jähzornig, ne? Wenn man nicht seinen Energy-Pegel hat. Das ist. Ja. Klappst du ein bisschen mit Kaffee? Mhm. Zwei, drei Kaffee am Tag so, manchmal ein schwarzer Tee. Chai-Tee, Bruder. Weißt du Bescheid? Maschallah. Das ist entscheidend. Hm, ja, war nicht witzig, ne? Also, Kaffee ist jetzt mittlerweile so ein Ritual geworden. Ich weiß, das ist nicht gar nicht so mal. Ich habe gehört, es ist sehr gesund. Und was macht Kaffee? Was hat das so für positive Eigenschaften? Alles. Alles gut. Alles gut. Todo bien. Oh, todo está bien. Ja, den Kaffee war ich nie so drin im Game. Nee. Kaffee-Game. Ich weiß gar nicht, wenn das jetzt bei mir angefangen hat, dieses Kaffee. So, auf dem Übrigens, letztes Mal hatten wir Bier getrunken. Aber heute wollte ich mal alkoholfrei machen. Ja, man kann nicht jeden Tag Bier trinken, ne? Obwohl, doch, kann man. Ich glaube, dieser Kaffee-Scheiß fängt an der Uni an. Wo man sich immer, da haben wir uns immer Kaffee reingesoffen. Ja. Aber gab es dann leichte Bezugsquellen auch zu Kaffee? Ja. Ist das da so ein Kaffeeautomaten? Ja, da gab es eine Mensa. Kaffee 80 Cent. Da kann man. Und mit einem guten, da wird man auch schnell schwach. Ja. Ne? Wenn du so einen Laden gefunden hast, da gab es manchmal Kaffee für 50 Cent. Na, guck dir das mal. Kaffee, ja. Nee, Kaffee. Das sind Preise, die hältst du doch nicht aus. Da musst du doch gleich zuschlagen. Darum trinkt man auch dann gleich 3-4 Kaffees, ne? Also zum Mitnehmen auch gleich, ne? Mhm. Auf der Hand. Aber ich hatte das auch mal, die Energy Drinks, das habe ich an der Uni gemacht. Ist schon lange her. Na, eigentlich nicht. Eigentlich doch. Aber kam mir gar nicht so vor, als es auch schon lange so her ist. Aber ich habe dann mir so jeden Morgen bin ich dann, ich habe damals auch geraucht, so regulär. Und dann bin ich halt morgens dann mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zur Uni, hab mir dann zwischendurch so einen Energy Drink mitgenommen, hab den dann leicht getrunken an der Uni, dann mit Zigarette noch geraucht. Gutes Frühstück. Ja, boah, nee, auf das will ich nie wieder machen. Das habe ich dann ein paar Wochen gemacht und irgendwann habe ich dann so, fing ich dann so an so, und dachte ich so, okay, ist ein Zeichen. Hast du so flattern bekommen, ja. Körper, Herz flattern. Dann dachte ich mir so, vielleicht ist das keine gute Idee. Das ist vielleicht eine schlechte Kombo auch, ne? Vielleicht war es eine gute Idee. Vielleicht warst du auch leistungsfähiger dann. Ja. Das sowieso. Na. Kein Plan.
Was haben wir hier für Themen? Oh. Irgendwie random heute. Richtig random. Ich habe mir auch nichts aufgeschrieben. Die spontanen Sachen sind ja auch die besten. No. Also man kann natürlich so ein Themengerüst mitbringen. Genau, wir haben uns das Ganze alles ausgedacht vorher, was wir jetzt sprechen. So. Die ganzen Dialoge haben wir uns schon durch. Alles auswendig gelernt. Genau, den ganzen Blödsinn hier. Oh. Geil. Was hast du sonst so in letzter Zeit gegessen? Hast du so ein Lieblingsessen gehabt? Hast du so... Echt, mein Lieblingsessen war Pasta eigentlich. Pasta? Ja. Also Pasta. Letztes Mal habe ich so Thunfischpasta gemacht. Mhm. Das war auch sehr lecker. Mit Oliven, Zwiebeln, dies, das. Also die Pasta. So Puttanesca-mäßig dann? Nee, Puttanesca ist ja mit diesen anderen Fisch. Mit Sardellen? Diese andere, ja, mit Zitadellen. Mhm. Ja, Zitadellen. was ist denn das? Ja, Puttanesca ist doch... Ja, ein bisschen anders. Ist mit Kapern noch. Ja, ja, genau, richtig, ja, ja. Und das war ziemlich gut, aber eigentlich könnte ich mal so durchgängig 3 Wochen am Stück Pasta essen. Ist mir scheißegal. Also Pasta ist dein All-Time-Favorite. Ja. Und Wurst. Also Wurst kann ich immer einmal so essen in einer Zeitperiode. Also das heißt, wenn du jetzt heute... Heute bin ich dann erstmal, habe ich den Wursthunger... Heute hast du den Wursthunger dann erstmal. Das reicht dann wieder für 3-4 Wochen. Echt? Ja, so viel Wurst? So viel Wurst isst du normalerweise in einem halben Jahr. Das ist mir wurscht. Ja. Obwohl doch, letztens habe ich mir Bratwürstchen geholt. Und wollte ich die auch in der Pfanne machen, aber die sind nicht ganz so geil geworden in der Pfanne wie auf einem schönen Grill. Ne? Ja, stimmt. Na, da fehlt irgendwas so. Ich sag mal, es fehlt dieser rauchige, kohlige Geschmack. Mhm. Und am besten, wenn sie noch in die Kohle fällt und dann. Das schwarz mit Asche. Ja, ja, genau. Wenn es so brennt, dann kippst du da so Bier rüber und überall siehst du diese kleinen Kohlepartikel an der Wurst. Das ist pro. Pro. Ganz großes Kino. Dann sind die dann auch on point. Ne? Das sind geil. Das kannst du halt zu Hause in der Pfanne nicht machen. Nee, ja. Aber vielleicht kannst du so Zigarettenasche nehmen, so ein bisschen für den Flavor. Ja, vielleicht. Oder ein bisschen Vulkanasche. Leckere Vulkanasche. Aber ich sag mal, wenn du so eine Pfanne hast, für so... Ja, es gibt auch diese geriffelten Pfannen, oder? Mhm. Oh. Da hast du wenigstens die Grillstreifen drauf, ne? Ich finde, das schmeckt besser. Ja, das stimmt. Und das ist auch vielleicht ein bisschen Placebo, weil du denkst, oh, die sehen wie gegrillt aus. Ja. Na, was ist denn? Also wie sieht das danach aus? Aber die sehen eigentlich auch aus wie vom Grill. Genau, das habe ich ja mit dieser Pfanne gemacht. Mhm. Mit dieser Grillpfanne, ja? Mit dieser Grillpfanne. Ja, und ja, deswegen ist alles gut, ne, würde ich sagen. Michi, das ist noch deine Wurst, würde ich sagen. Das ist meine Wurst? Ja, also kannst du ruhig essen. Schlage ich gleich nochmal zu hier, oder? Alles gut, ne, also hier. Ich habe meinen Pika. Ja, Pasta, ja, okay. Achso, ich wollte auch... Was wolltest du? Weiß nicht, ich habe jetzt Asia-Pfanne für mich entdeckt. Ah. So Gemüse-Asia-Pfanne aber. Ja. Mal kein Fleisch und die ist auch richtig geil. Kann ich auch jeden Tag essen. So mit Sellerie, Fenchel, Erdnüsse drin, gecrunchte Erdnüsse und dann einfach so kurz im Wok angebraten noch Gemüse. Ohne Fleisch, ja. Sozusagen Gemüse, viel Gemüse dann, Champignons noch rein. Und auch schön scharf oder was? Ja, auf jeden Fall. Paprika. Ein Hauch Hot Sauce habe ich auch reingemacht, ein bisschen für Süße noch. Hot Sauce. Perfekt. Das könnte ich jetzt jeden Tag essen. So. Ja, ohne Scheiß, aber ich finde, deine Soße kann man echt zu ganz vielen Sachen essen. Wirklich, also auch zu Fleisch, vegetarisch. Ich habe ja auch zu so vielen Sachen gegessen. Mhm. So. Keine Ahnung. Also ich muss ja auch sagen, ich habe mich eigentlich davor auch nie dafür interessiert. Für scharfe Soßen? Ja, gar nicht scharfe Soßen, gar nichts interessiert. So. Ich habe es immer mit Chili scharf gemacht. Also mit Chili-Pulver. Mhm. Ich habe Chili selbst getrocknet. Aber das ist schon das beste Leben, muss ich sagen. Das ist halt komfortabel, ne? Du kannst es einfach aufpimpen. Arbeitest du aber auch viel mit frischen Chilis, dass du die in deine Gerichte schnibbelst? Ja, eigentlich schon. Also ich ab und zu röste ich Chilis. Mhm. Und dann schneide ich dann immer das Essen oder Essen rein.
Meistens Thai-Chilis, die gehen so von der Ja, die Schärfe. sind die besten auch, finde ich. Also zum Schnibbeln, ne? Ja, Zum zum Schnibbeln Schnibbeln. Gerichte. Ich sag mal, ich hatte auch Habaneros. Ja, das ist halt nicht für jeden, ne? Also ich meine, wenn du jetzt Besuch hast, kannst du da nicht reinmachen, sondern die Leute rufen. Die rufen nach Hilfe. Die fangen an zu brennen, wenn sie diesen Habanero. Super. Nee, wirklich, ohne Scheiß. Ich kann irgendwie nur sagen, ich war auf so einem Trip und habe ich in jedem Essen, also viel Pasta zum Beispiel mal, Habanero reingeschnitten. Ein Habanero frisch rein. Das brennt ja schon in den Augen, wenn du es brätst, ne? Also, das ist ja wie so Reizgas. Und dann ist erstmal. Nee, pass auf, das muss ich erzählen. Also, du kennst die Geschichte schon, ihr wahrscheinlich noch nicht, aber ich erzähle sie Ich tue trotzdem so, als nochmal. wäre ich die noch nicht Ja, gehört habe. genau. Ich habe mal, als ich nach Berlin gekommen bin, kurzfristig im Studentenwohnheim gewohnt. Und dann habe ich da gekocht, dann hatte ich so ein Asia-Rezept gemacht. Und da war auch jeden Fall auch so eine Asia-Pfanne gemacht und da war auch immer ein Habanero bei. Und dann einmal, es war so eine kleine Küche und dann habe ich da diese Habaneros geröstet. Und dann kam halt der eine Mitwohner rein so und er so, oh, was sieht meine Augen brennen so. Er hat sich voll so, das war voll scharf, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, naja, ich habe ja gerade gekocht und die hat das halt so, bei ihnen hat es halt in den Augen gebrannt so. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du willst, kannst du da mitessen, kannst du auch was essen. Sagst du, ja, okay. Und dann hat er gegessen so. Und dann so, er isst ein paar Mal und er so, hey, sag mal, das hast du doch extra so scharf gemacht, oder? So von wegen, als hätte ich ihn verarschen wollen, Ach so, ne? so, Und dann hat er da so so, ja, prankmäßig, genau, aber war kein Prank. das war bitterer Ernst. Und dann hat er halt so eine Flasche, 1,5 Liter Flasche Wasser, das so runtergeschleudert. Deswegen, das meine ich eben halt, dieser Habanero, das ist extrem scharf und das ist echt so, wenn du das nicht gewohnt bist, dann brennt hier einfach, Und brennt dir der Helm, ne? ja, zweimal. Zweimal brennt dir der Helm. Der Habanero ist ja, die haben irgendwie noch so ein bisschen krassere Schärfe wie die Genau, Thai-Chilis, finde ich, das weil ist die ja. brennen auch länger irgendwie. Bei Sind dir, also gefühlt. ich finde, bei dieser Soße schmeckt man ja zum Beispiel, da ist der Habanero drin. Und das ist auch scharf, aber ich finde, das geht noch wegen dem Honig, hebt sich das wieder so ein bisschen Das auf. verspielt sich, Ja, das ne? verspielt sich. Das verspielt sich. Ja. Und dann habe ich einmal Pasta gemacht und dann habe ich zwei Habaneros reingeschnitten. Und ja, das war nicht gut. Das war einfach so, glaube ich, eine Arrabbiata habe ich gemacht. Und ja, dann habe ich das gegessen und ich Aber es ist das. Henkers Mahlzeit. Ja. Und das hat sich so. Das war einfach so, als hätte ich. Das Essen war eigentlich schon lauwarm, ne? Aber ich habe es gegessen, das hat sich so angefühlt, als es heiß wäre. Das heißt, mein ganzer Mund hat gebrannt. Okay, Aber das Essen war halt nicht heiß, nur die Schärfe war so heiß. Und dann, ja, habe ich das so zu ein Drittel gegessen. Ich konnte nicht mehr, weil es nicht mehr geschmeckt hat. Ich habe nichts mehr geschmeckt so richtig. Es war einfach nur noch dieses. Es kam nur noch ein Schmerzsignal im Gehirn an. Das war alles. Also kein Geschmack mehr von der Pasta, sondern auch Schmerzen. Und dann dachte ich so, okay. Vielleicht heute nicht mehr. Ein Habanero reicht. Aber wie du siehst, guck mal, das ging doch ganz schnell hier mit diesen 6 Bratwürste. Ne? Das geht so Hätte ich zack, auch nicht zack, zack, gedacht. zack, zack. Und ja, ich wollte erst alle machen, ne? Aber dann hätten wir, ja, weiß ich Wir nicht. stundenlang hätten wir hier Das, gesessen. ja, das stimmt. Aber ich sag mal so, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Will ich sagen. Aber nächstes Mal für die nächsten 8 Bratwürste. Ja, Daumen. können wir nochmal richtig Extended Edition Ja, machen. genau. Schön Bratwurst. Schön Bratwurst. Schön Bratwurst. scharf. Mukbang. Ich nenne das Video, glaube ich, Mukbang. Markwurst. Bratwurst, Mukbang. Crazy Mukbang Ja, Wurst Massaker. Mukbanger Wurst. Der krasseste Mukbang. Der Mukbang. Klingt irgendwie immer so, weiß ich Ja, nicht, so schmutzig. das klingt ein bisschen pornomäßig, aber Ja. wie so Gangbang oder so. Aber es ist halt ein Mak, ich glaube, das ist ein koreanischen, das heißt sowas wie singen oder sowas, Ach so so. sprechen. Deswegen Und und was ist das Bang Bang, dann? ja, stimmt. Stimmt, das ging mir auch gerade durch den Kopf. Das Sing-Bang. Mukbang. Oder vielleicht, nee, ich glaube, Mukbang heißt es oder sowas. Ne? Das Bang ist ja kein englisches Wort. Und ich glaube, das heißt irgendwie singen und essen oder sowas. Weiß ich, die Koreaner sind doch verrückt, sind doch verrückt da. Das wäre echt interessant. Wir können mal recherchieren oder vielleicht können die Zuschauer das auch in die Ja, Kommentare aber, schreiben. Da gibt ja. es ja auch schlaue Leute. Ja, da gibt es genügend schlaue Leute. Das finde ich jetzt mal so wieder geil, die Kommentare. Ich mache ja momentan so komische, naja, ich mache so Stories eben halt, so ein bisschen
lustig, wie ich das finde. Also ich nehme halt so Lebensmittel und Zusatz habe ich wirklich hart trainieren damit oder Achso, so. da Dann habe kommt ich auch man, welche gesehen. genau, dann mache Bananen. Viel ja, mit genau. Bananen. Und heute habe ich Pommes genommen zum Beispiel und dann hinterlege ich das immer mit Rocky-Musik so. Das finde ich halt total lustig. Und das ist eigentlich Entertainment so. Ne? Ich finde es lustig. Und dann hat mir letztens jemand geschrieben, so, dass es überhaupt nicht mehr lustig ist und dass das überhaupt gar nicht geht. Und kannst du mir auch mein Handy mal geben? Achso, klar, hier. Fand ich so lustig, weil. Also richtige Dankeschön. Hasskommentare. Ja, schon so. Aber es ging eigentlich noch. Aber warte, ich guck mal hier in die YouTube-Kommentare rein. Hast du auch schon Hasskommentare bekommen? Nee, bei mir ist noch Noch nicht. alles cool. Also, Würdest du gerne Hasskommentare bekommen? weiß ich auch nicht. Polarisieren ist ja immer gut, habe ich gehört. Polarisieren. Ja, wo war das denn hier? Wo ist denn der Kollege hier? Die Leute kommentieren echt heftig viel. Das finde ich voll gut eigentlich. Es macht Spaß, mit Leuten hier zu interagieren. Und manchmal kommen auch solche lustigen Kommentare. Und wo ist denn der Bro? Der hier kommt auf der Story hat er geantwortet. Das war jetzt Ne, die Story von heute mit den Pommes? nee, das war eine andere Story, aber auch sowas ähnliches. Das macht ja viel Schwachsinn. Schwein für Schweinerei. Schweinkrams. Ah, nee, jetzt, hier hat geschrieben: Langsam wird's lächerlich, muss dich leider deabonnieren, kann das nicht mehr sehen. Und ich ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, ich musste so lachen, weil ich dachte so: Ich finde das halt, was ich mache, so richtig schön schwachsinnig und das feiere ich. Und dass halt jemand das so ernst nimmt und dann sagt: Ah, ich kann das nicht mehr sehen, so, Ich will das nicht mehr du bist sehen. sowas von bescheuert, ich kann dich nicht mehr sehen, das finde ich halt lustig, diesen Punkt. Aber sein Abo hast du nicht verdient. Ich habe sein Abo nicht verdient. Ja, das ist wirklich Ich lustig, auch. wenn Leute sagen: Dein Abo hast du verdient, und die anderen sagen: Nein, du hast das dein Abo nicht verdient, so, ne? Also, finde ich lustig. Ist halt auch Ehrensache, ne? Das muss man sich hart erkämpfen. Ja, also ich meine, ist halt Entertainment so, ne? Also, es ist jetzt nicht gerade hier, dass ich hier ein religiöses oder, keine Ahnung, wirtschaftliches Thema habe, so, wo es todernst ist, sondern es ist einfach Entertainment, Leute. Und ja, nimm das nicht so ernst, ja, auch meine Storys nicht. Das ist einfach Unterhaltung. So ein bisschen, aber wenn jemand, glaube ich, wirklich jetzt das so alles für ernst genommen hat, so richtig 100% so, und dann sieht er sowas und denkt so: Ja, was ist denn das für ein Louis halt, ne? Was macht der denn da? So, also, will er mich verarschen? Warum? Warum macht er sowas? Ja, das ist übel so. Naja, das ist, ja, guck mal, jetzt sind die Pommes noch hier, weiß ich auch nicht, Ja, das ne? sind ja so die Matschpommes, die keiner essen will. So. Aber was ist das? Nein, okay, das esse ich später. Hier sind ja noch Pommes da. Deswegen, ja, mal sehen. Naja, das war's wo dann soweit, oder? Hast du noch eine Joa, coole Story zu erzählen? Tja, wie viel haben wir denn noch Zeit hier auf der Speicherkarte, Oh, oder? weiß ich nicht, du. Also das läuft noch. Ja, ach, dann, ich hab noch ein paar Storys, scharfe, spicy Story. Die packe ich nächstes Mal aus, Passt ne? nächstes Mal aus, kommst du wieder, ja? Komme ich wieder, denke ich mal. Okay. Dann in der Extended Edition mit 10 Kilo Wurst. 10-Hour-Wurst-Marathon. 10 Hours. Crazy Wurst, Mukbang. Nee, das ist ja gut. Ja, Leute, ja, dann war es das wohl erstmal jetzt. Es ging doch schnell jetzt. Ich habe den Eindruck, dass gleich, hoffentlich ist die Kamera auch an. Stell mal vor, jetzt, ich habe die Kamera nicht angemacht und wir sitzen hier so wie die Idioten. Wir reden Quatsch und so und alles für nichts. Natter, sagt man ja. Für nada. Ich habe das, aber habe ich schon zwei, dreimal gebracht. Ich habe so was Essen gemacht, alles schön aufgenommen und dann gucke ich Alles. so: Oh nee, Essen gegessen, Kamera war nicht an. Ich so: Scheiße. War das aufwendige Gerichte? Ja, immer. Ich gebe mir immer viel Liebe und Immer viel Mühe. Liebe mit drin, das ist dann Ja. schade. Nee, Freunde, also erstmal dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, das war der Food Narco mit seiner Food Narco Hot Sauce. Richtig geil. Ihr wisst Bescheid in der Videobeschreibung. Link und ein Gutscheincode. Falls ihr Interesse habt, ich würde es ausprobieren. German Freak Empfehlung. Und ja, was hast du noch? Schöne Worte? Schaltet ein. Danke Ja, für die danke, Würstchen. du wirst. Nee, die werden bezahlt, ne? Das weißt du ja. Also 2 Euro guter bestimmt. Preis. Ja, mal gucken. Vielleicht machen wir noch neue schöne Formate demnächst. Ja, Würde ich sagen. vielleicht. Richtig geile Wenn du Formate. genügend Soße mitbringst, können wir darüber sprechen, so, weißt du, aber Okay. sonst. Hot Sauce au Plomo, sage Kann ich da nur. ich nichts versprechen. Für deine Zukunft hier. Wir gucken mal, ne? Nee, okay. Scharfe Soße oder Blei, sagt man bei Genau. In uns. Mexiko. In Ich Mexiko. habe letztens übrigens nochmal den Film Lo gesehen. Das finde ich auch wieder ganz gut mit Mit Johnny Johnny Depp. Depp. Ja. Der Typ lebt ja immer noch. Also nicht Johnny Depp, sondern der auch, aber der Den er Haupt. gespielt hat, ne? Ja. Ist jetzt 74, aber es ist ein interessantes Leben. Oder ja, interessante Story, sage ich mal so. Ja, habe ich ewig nicht gesehen.
So ein, ich glaube, den werde ich mir nachher mal reinziehen. Wirklich? Ich glaube, den gab es bei Netflix auch. Ja, ist Netflix da. Das kann ja man auch mal gucken. Gut, alles klar, dann okay, du ne? guckst Blow, wir gucken was anderes, ich guck was anderes. Freunde, bis dann, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis bald. Adios, ciao, ciao, ich auch.